Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen... Ja, Gerrit, schön, dass du Zeit für uns hast. Doppeltorschütze heute. Kannst du uns kurz sagen, wie hast du die Tore selber erlebt? Zum ersten Mal bin ich einfach froh, dass wir das Spiel jetzt endlich mal gewonnen haben. Und die Tore sind eigentlich nebensächlich. Hauptsache, wir haben wieder eine geschlossene, gute Teamleistung heute gemacht. Und jetzt geht es einfach wieder weiter nach vorne. Ich kann dir schon mal was Positives sagen. Ich habe mit deinem Vater geredet. Er hat mir gesagt, für jedes Tor kriegst du jetzt einen Fünfer. Wie findest du es? Ja, das finde ich super, aber das Geld würde ich auch sehen. Ja, okay, da musst du mit ihm dann reden. Aber an sich, was sagst du selber? Wie fit seid ihr schon? Der Daniel sagt, dass wir natürlich noch viel Potenzial nach oben haben, dass es heute schon mal ein guter Ansatz war. Aber wie siehst du es als Spieler? Ich sehe das genauso wie der Daniel. Also ich denke, dass wir noch viel, viel mehr Potenzial nach oben haben. Und ich denke, dass... Vielleicht war dieser Rückschlag am Anfang dann ganz gut, dass wir alle aufwachen und jetzt schauen wir nach vorne. Aber ich weiß, dass auch noch viel mehr im Team steckt. Das sieht man in manchen Situationen auch im Training und alles Mögliche. Und das müssen wir jetzt einfach die komplette Saison über aufrufen. Und dann, denke ich, werden wir da eine super Saison spielen. Super Saison. Was meinst du am Ende? Welcher Platz ungefähr? Obere Tabellenhälfte oder vielleicht sogar noch mehr? Was sagst du? Auf alle Fälle obere Tabellenhälfte. Wir wollen auf alle Fälle vorne mitspielen. Okay, du hältst sie ein wenig zurück, okay. Andere Frage, am Sonntag spielen wir gegen Spart München. Was nimmst du dir persönlich vor oder wie siehst du die Mannschaft? Persönlich nehme ich mir vor, eigentlich die Leistung von heute nochmal abzurufen und vielleicht noch zu toppen. Und ich denke, dann werden wir dort hier zu Hause gegen Schwab München auch wieder ein gutes Ergebnis erzielen. Falls du wieder ein Tor schießt, werde ich mit deinem Vater reden, dass er vielleicht gleich nach dem Spiel den Fünfer gibt. Und dann schauen wir mal, was am Sonntag passiert. Danke, dass du Zeit hattest. Danke, Martin. Ciao.